Kapitel 1.1 Tauhid al-Rububiyya, die Aufrechterhaltung der Einheit in der Herrschaft. Diese Kategorie beruht auf dem Verständnis der grundlegenden Tatsache, dass Allah alleine alles entstehen ließ und nichts zuvor existierte. Er hält seine Schöpfung aufrecht und stützt sie, ohne dafür irgendeine Hilfe zu benötigen. Er ist der alleinige Herrscher des Universums und seiner Bewohner, ohne dass es eine reale Herausforderung seiner Souveränität gäbe. Die Eigenschaft Allahs als alleiniger Unterhalter der Schöpfung wird im Arabischen durch das Wort Rububiyya ausgedrückt. Der Stamm dieses Wortes ist Rabb, dies bedeutet Herr. Demnach ist Allah die einzige wirklich existierende Macht. Er ist es, der allen Dingen die Kraft gibt, sich zu bewegen und sich zu ändern. In der Schöpfung geschieht nichts ohne seine Erlaubnis. In Erkenntnis dieser Wirklichkeit wiederholte der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, oft diesen kurzen Satz: La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt keine Kraft noch Macht außer bei Allah. Die Grundlage für das Rububiyya-Konzept kann man in vielen Koranversen finden. Beispielsweise sagt Allah: Allah ist der Schöpfer aller Dinge und er ist der Erhalter aller Dinge. Surah Az-Zumar, Vers 62. Obwohl Allah euch und das, was ihr gemacht habt, erschaffen hat. Surah As-Saffat, Vers 96. Nicht ihr habt sie erschlagen, sondern Allah erschlug sie. Surah Al-Anfal, Vers 17. Kein Unglück trifft ein, es sei denn mit Allahs Erlaubnis. Surah At-Taghabun, Vers 11. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, erläuterte dieses Konzept ausführlich in folgender Überlieferung: Und wisse, dass die Gemeinschaft, wenn sie sich versammelt, dir in einer Sache zu nützen, sie dir nur in etwas nützt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass sie, wenn sie sich versammelt, dir in einer Sache zu schaden, sie dir nur in etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibrohre sind hochgehoben und die Schreibblätter getrocknet. Daher ist das, was der Mensch als Glück oder Unglück empfinden mag, tatsächlich ein von Allah vorherbestimmtes Ereignis und ein Teil der Prüfungen in seinem Leben. Diese Ereignisse folgen einem Muster, das einzig und allein von Allah bestimmt wird. Allah sagt im Koran: O ihr, die ihr glaubt, wahrlich, unter euren Frauen und Kindern sind welche, die euch feindlich gesonnen sind. So hütet euch vor ihnen. Und wenn ihr verzeiht und Nachsicht übt und vergebt, dann ist Allah allvergebend, barmherzig. Surah At-Taghabun, Vers 14. Dies bedeutet, dass es auch in den guten Dingen des Lebens ernste Prüfungen gibt, wodurch der Glaube einer Person an Allah getestet wird. Genauso sind aber auch in den schrecklichen Ereignissen des Lebens Prüfungen, so wie im folgenden Vers beschrieben: Und gewiss werden wir euch prüfen durch etwas Angst, Hunger und Minderung an Besitz, Menschenleben und Früchten. Doch verkünde den Geduldigen eine frohe Botschaft. Surah Al-Baqarah, Vers 155. Manchmal sind die Muster erkennbar, so wie es der Fall ist, wenn die Dinge nach dem Ursache-Wirkungsprinzip zueinander in Beziehung stehen. Manchmal wiederum sind sie nicht erkennbar, wenn zum Beispiel mit schlechten Mitteln scheinbar Gutes oder mit guten Mitteln scheinbar Schlechtes erreicht wird. Allah hat erklärt, dass die hinter diesen scheinbaren Unregelmäßigkeiten stehende Weisheit das Verständnis der Menschen aufgrund ihres begrenzten Wissens meist übersteigt.
Doch es mag sein, dass euch etwas widerwärtig ist, was gut für euch ist. Und es mag sein, dass euch etwas lieb ist, was übel für euch ist. Und Allah weiß es, doch ihr wisset es nicht. Surah Al-Baqarah, Vers 216. Manchmal wandeln sich scheinbar schlechte Ereignisse im Leben eines Menschen zum Besten. Und scheinbar gute Dinge, die von den Leuten begehrt werden, stellen sich letztendlich als schädlich heraus. Der Einfluss des Menschen auf die Ereignisse, die ihm im Laufe seines Lebens begegnen mögen, ist demnach auf die Wahl der geistigen Entscheidungsmöglichkeiten, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, begrenzt. Der Ausgang seiner Entscheidungen ist nicht wirklich das Ergebnis seiner Wahl. Mit anderen Worten, der Mensch denkt und Gott lenkt. Daher sind vermeintliches Glück und Unglück gleichermaßen von Allah durch göttliche Bestimmung. Sie können nicht mit Glücksbringern wie Hasenfüßen, vierblättrigen Kleeblättern, Brustgabelbeinen, Glücksnummern, Tierkreiszeichen und anderem herbeigeführt werden. Sie können auch nicht durch schlechte Omen wie Freitag der 13., zerbrochene Spiegel, schwarze Katzen und Ähnliches verursacht werden. Tatsächlich ist der Glaube an Glücksbringer und Omen jedoch eine schwerwiegende Sünde. Man begeht damit Schirk in dieser Kategorie des Tauhid. Uqba, einer der Gefährten des Propheten, überlieferte uns, dass sich einst eine Gruppe von 10 Männern dem Gesandten Allahs näherte, um ihren Treueschwur abzulegen. Der Gesandte Allahs nahm von 9 Leuten den Schwur an, lehnte jedoch den Schwur von einem ab. Als er gefragt wurde, warum er von einem den Schwur ablehnte, antwortete er: Wahrlich, er trägt ein Amulett. Der Mann, der das Amulett trug, griff mit seiner Hand in seinen Mantel, nahm das Amulett ab und zerbrach es. Anschließend legte er seinen Treueschwur ab. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte danach: Wer auch immer ein Amulett trägt, begeht Schirk. Benutzt man den Koran als Glücksbringer oder als Amulett, indem man Koranverse an einer Kette befestigt oder sie in einen Beutel steckt und bei sich trägt, um das Böse abzuwenden oder Gutes herbeizuführen, so ist der Unterschied zwischen solchen Praktiken und denen der Heiden sehr gering. Weder der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, noch die Gefährten benutzten den Koran auf diese Weise. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wer auch immer in den Islam etwas Neues einführt, was nicht dazugehört, wird es abgelehnt bekommen. Es ist wahr, dass die Koransuren Al-Falaq und An-Nas speziell für den Exorzismus, um böse Magie zu entfernen, offenbart wurden. Aber der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, zeigte uns auch die korrekte Methode, diese anzuwenden. Als einmal ein Zauber an ihm verübt worden war, sagte er zu Ali ibn Abi Talib, dass er eben diese beiden Suren Vers für Vers lesen solle. Und als er krank wurde, rezitierte er diese Kapitel über sich selbst. Weder schrieb er sie nieder, noch trug er sie um seinen Hals. Er band sie nicht um seinen Arm oder um seine Taille. Und er befahl auch niemand anderem, so etwas zu tun.